Umweltschutz, Sozialstandards, Konsumentenschutz. Diese Bereiche werden bei TTIP verhandelt. Im Rahmen der regulatorischen Kooperation sollen sie an ein Gremium ausgelagert werden, das vor den Parlamenten darüber berät und Standards beschließt. Das kann nicht sein. Wir müssen diese Bereiche ausschließlich in der Kompetenz der gewählten Parlamente belassen, weil das demokratiepolitisch das einzig Richtige und Wichtige ist. TTIP darf hier keine Veränderung herbeiführen.